So, hallo und herzlich willkommen zu Battlefield BF3. Wir spielen heute wieder mal als Nolfa Forever und wie nicht zu erwarten war, einmal nicht. Oh, okay, schon vorbei. Hat ein sehr kurzes Match. Wir spielen heute Sharky. Ausnahmsweise mal nicht Kackend, weil ich mir dachte, jedes Mal Kackend wird auf die Dauer auch ein bisschen langweilig. Deshalb heute mal Sharky und wir spielen natürlich den Assault-Mode, also diesen Sturmangriffsmod, weil Rush ist nichts für mich, also das taugt mir persönlich nicht so. Ja, nun gut, warten wir, bis das nächste Spiel startet. Das erste war jetzt relativ kurz, ich habe im Prinzip gar nichts machen können. Aber jetzt können wir somit auch gleich richtig loslegen, da in einer neuen, Runde. Mit neuen Gegnern wieder mal. So, C-Flagge erobert. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, muss ich zugeben, da ich nicht wirklich viel Zeit gehabt habe. Das merkt man vielleicht auch. Sehr guter Anfang, aber das ist. Naja, ich brauche auch ein bisschen Zeit zum Reinkommen, natürlich, ist eh klar. Aber ich denke, das ist schaffbar. Sollte nicht allzu schwierig sein, dass man da wieder in das Spiel reinkommt. Es ist ja im Prinzip eh immer das gleiche. Fast, sagen wir so. Es geht ja eigentlich immer um dasselbe, wenn man es so haben will. Aber na gut, es sind trotzdem jedes Mal andere Gegner mit anderen Stärken und Schwächen. Die Teams sind unterschiedlich. Und ja. Schauen wir mal, was dort hinten abgeht da. Recht viel ist ja noch nicht passiert. Derzeit. Schauen wir mal, was sich da beim C, beim C-Punkt so tut. Beziehungsweise ob sich da überhaupt irgendwas tut da. Ich würde sagen, den holen wir uns auch gleich da. Wenn wir schon in der Nähe sind, oder? Geht ja schnell. So, da müssen wir aufpassen, dass uns da jetzt nicht irgendwer erwischt. Aber ich denke mal, den haben wir sehr gut, den haben wir in der Tasche. Und ein paar. Das läuft ja eigentlich alles ganz gut ab da. Jetzt würde man sagen, wir bewegen uns zum B-Punkt, genau. Passen aber nebenbei noch auf, dass uns da keiner erwischt. Schleichen wir uns da kurz auf die andere Seite herüber da. Okay, den C-Posten haben sie uns schon wieder weggenommen, das war aber fast klar irgendwie. So, was ist da vorne los? Schauen wir da mal rein. Okay, das war jetzt dort wieder mal einer zu viel. Aber ist ja nicht tragisch. Also die Statistik schaut auch einmal nicht so schlecht aus. Das erste Mal nach fast einer Woche, kann man sagen, jetzt glaube ich, ist bei mir aus, nachdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ist eigentlich relativ gut, finde ich. Aber das müsst ihr hier entscheiden, weil das ist jetzt ihr, die Zuschauer, nicht ich. Ich kann nur blöd herumreden, aber gut. So, was ist da los? Hallo? So, ein lästiger Hunter. Okay, der hat uns leider mit der Farmers, immer dieser Farmers. Der geht mir etwas auf den Sack, aber gut. Gibt also diese Prepaid irgendwas, wo man sich praktisch schon bevor man eigentlich diese Waffe benutzen kann, praktisch kaufen kann mit Echtgeld. Von dem halte ich eigentlich nicht recht viel, weil man soll sich eigentlich seinen Erfolg freispielen und nicht erkaufen. Und ja, dieses Free-to-Play-Konzept ist zwar nicht schlecht, aber andererseits ist es auch wieder
unfair gegenüber denen, die zum Beispiel kein Geld haben oder ausgeben wollen oder was auch immer. Das ist natürlich dann ein bisschen unfair, meiner Meinung nach. Aber gut. Jetzt sind wir froh, dass es gratis ist, weil gratis zocken ist natürlich immer gut. Meiner Meinung nach. Und das ist auch ziemlich gut gemacht, das Spiel. Okay, schon wieder Fahrmasse. Diese Fahrmasse geht mir schon etwas. Die geht mich etwas an. Oh, man kann es ja eh nicht verhindern, weil die Gegner. Naja, dann müsste man auf einem Farmers-freien Server spielen, aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Das müsste man fast nachschauen. Und zum Glück. Zum Glück gibt es ja auch noch andere Waffen. Beziehungsweise Gegner mit anderen Waffen. Weil sonst wäre das ja eher ein bisschen fad, wenn jeder dasselbe. Okay, Farmers schon wieder. Ah, diese Farmers. Oh, danke schön, das ist sehr freundlich. Okay. Ach, dort und immer während dem Nachladen, das ist sehr blöd. Na gut. Schauen wir mal, was weitergeht da. Wie schaut es aus mit unserem Team? Wir siegen. Das ist natürlich sehr schön. Aber wer weiß, es schaut natürlich jetzt sehr knapp aus mit 623 zu 640. Aber gut. Zurück zu den Waffen. Es hat mich da. Aus den Kommentaren hat mich einer gebeten, irgendwas mit Waffen-Commentaries oder wie das heißt, da zu machen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss ich ehrlich zugeben. Aber ihr könnt es mir sehr gerne erklären und dann kann ich das auch gerne für euch machen, was immer das auch ist. Ich kann nur sagen, mir gefällt die STG AUG 77, die was ich da eben benutze, die gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Mit diesen drei Aufsätzen, die was ich da habe. Ich habe übrigens, spiele ich übrigens schon seit der Beta mit, seit der Closed Beta muss man dazu sagen, nicht seit der öffentlichen. Deshalb haue ich auch diesen grünen Hut auf da, den was ich da auf habe. Und habe eben damals, wie die Beta, die geklost war, habe ich auch diese STG 77 auch bekommen. Und die hat anscheinend irgendwie einen Veteranenstatus mit diesem Plus 3. Fragt mich nicht, was das ist. Das habe ich auch, okay, schon wieder der Typ, den habe ich anscheinend bekommen, weil ich schon so lange dabei bin oder weiß was ich, keine Ahnung. Okay, Statistik, naja. Nicht sehr prickelnd. Ja, und wie gesagt, ich bin schon seit der Closed Beta dabei. Und ja, mir taugt das Spiel eigentlich schon ziemlich, muss ich sagen. Also, es ist ein sehr tolles Spiel. Okay. Sniper, na gut, okay, Statistik ist ein bisschen grauslich mit 10 zu 10 gleich dann. Aber wie ich immer sage, man muss ja nicht gewinnen, gell? Das ist ja Nebensache. Eigentlich sollte der Spaß an erster Stelle stehen und das tut's natürlich. Das ist klar. Aber gewinnen ist natürlich auch eine gute Sache. Und ich sage auch nicht unbedingt nein zum Gewinnen, also so ist es ja auch nicht, das kann ich ja auch nicht behaupten eigentlich. So, das war jetzt ein Glücksschuss mit zwei Treffern da, das ist ein Wahnsinn. So, wunderbar. Jetzt haben wir wieder gut drauf damit, muss ich sagen. Funktioniert eigentlich ziemlich gut fürs erste Mal halt wieder. Auch, okay. Habe ich nicht gesehen. Kann man nichts machen. Ah, auf dem Haus oben. Na gut, okay. Da habe ich natürlich nicht drauf geschaut. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass da jetzt weiter rumsteht. Aber macht ja nichts. Come on, guys. So, wir sind am Weg. Nach vorne. Sieg. Naja, perfekt. Haben wir gewonnen. Knapp, aber doch. 1000 zu 900. Das ist sehr schön. Ein weiterer Russland-Sieg.
so wie es ausschaut. Naja, 12 zu 11, das ist natürlich nicht schön, das ist grauslich, muss man sagen, weil, ja, könnte besser sein. Aber nach einer Woche Spielpause darf man das schon gönnen, weil, ja. Ja, ja, so, dann schauen wir weiter, was da los ist. Bei der nächsten Runde, eine Runde geht sich noch aus, würde ich sagen, diesen Putt. Spielen auf dem Server von der Gummibärenbande, wie es da unten steht. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. We want you. Perfekt. Sind wir schon auf dem richtigen Server. Ja, die nächste Runde geht los. Wunderbar. Ich werde gleich schauen, dass ich da diesen C-Punkt bekomme, weil solange noch keiner da ist, ist das natürlich ein wenig einfacher da. So, was bist du? So, der ist das von das. Aha, das ist ein Mitglied von diesem Server, so wie es ausschaut, GBB. So, ich schleiche mich wieder hier hinten rum. Das ist ein guter Geheimtipp von mir. Zumindest denke ich mir, dass das ein guter Geheimtipp ist, dass man da hinten geht. Weil da eigentlich sehr gut abgeschossen wird, genau wie es in meinem Beispiel. Also doch nicht vielleicht so der Geheimtipp. Ja, das ist dieser Farmers. Das. Na gut. Also Farmers ist natürlich jetzt, sagen wir mal, eine Noob-Waffe, so wie man sagen kann. Meiner Meinung nach, und das dürfte auch die Meinung von vielen anderen Spielern sein in diesem Spiel. Aber das ist ja bekannt. So, dieses Mal werde ich da eher hinten mal umgehen. Da. Was ist da los? Hallo? So, keiner da. Da ballert anscheinend irgendwer herunter, sinnlos in der Gegend. Oder auch nicht. Was ist da jetzt los? Ist da ja da oder wie oder was? Keiner da. Wunderbar. So, was ist da hinten? Okay, da dürfte es ziemlich zugehen, so wie es ausschaut. So, wunderbar. Hätten wir auch erledigt da. Fangt schon mal gut an da. Okay, dann habe ich jetzt nicht gesehen mit der G3A4. Glaube ich die Anfangswaffe, soweit ich weiß, bin mir aber nicht sicher. Ja, diesmal schauen wir, dass wir da ein bisschen besser beginnen als wir letztes Mal 4 zu 2. Das geht ja anders, schleichen sich gleich da hinten rundherum, weil anscheinend ist das da ziemlich stark umkämpft, wie ich sehe. Dieser C-Punkt da. Uns da gar nicht zu lang auf da. Okay. Okay, dann. Der ist anscheinend weiter hinten gestanden. Ah, da hinten beim Pool, okay. Na gut. Okay, ein Medic, wunderbar. So, wo sind wir da jetzt gelandet? Ja, super, das ist natürlich das beschissenste Scheiße. Die beschissenste Scheiße überhaupt. Aber zwei haben wir erwischt. So, weil da mitten aufkommen, das ist natürlich ein Spaß. Und dieser Typ, der geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Wecker da. Wie ist er? Hat sich da irgendwie versteckt da oben da? Dieser. Dieser Angel da, dieser Angler. Oder auch nicht, ist er schon wieder weg, na gut. Macht auch nichts. So, der ist weg da und diese lästigen Scharfschützen da, das ist natürlich nichts. Was ist da los? Wir laufen da ständig rein daher, das ist lästig. So, wunderbar, da haben wir es bis bereinigt. So, was ist da los? Was ist da los? Da schauen wir rein da, was da abgeht. So, da versteckt man sich kurz in die Ecke herunter, weil das, da geht es ein wenig zu davon. Das will man natürlich nicht unbedingt. So, das ist weg da. Das lässt der Viech. Bei kritischen Kills, sowas kann ich eigentlich nicht gebrauchen, aber das sind auch Punkte.
hat, aber da möchte ich nicht nach vorne gehen. Das ist nicht unbedingt sein. Oh, okay. Der war Level 30, okay. Ja, 11 zu 5. Wenigstens sind wir auf dem zweiten Platz. Das ist ja schon mal irgendwas. Das gehen wir da hin. Schauen wir, wie wir da bei diesem B-Punkt. Ich werde mich da nicht verstecken da und da ein bisschen herumsnipern mit meinem Sturmgewehr. Aber kein okay, na gut. Das war natürlich gemein jetzt. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. So, aber es geht ja gleich weiter. Deswegen werden wir nicht traurig oder so. Auf keinen Fall. Achso, das ist eine von meinen. Na gut. Also nicht von meinen jetzt, aber praktisch aus meinem Team, oder sozusagen. So, da hinten, was ist da los? Das ist ja ein Wahnsinn da. Das ist da dringend gegeben da. Das hat man dann erledigt. Den haben wir auch erledigt, den Labor. Da hinten eh keiner. Schleichen wir uns einmal da herüber. Da. Oh, na, das ist ja ein Wahnsinn. So, den haben wir auch erledigt, wunderbar. Das ist auch erledigt. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen, schade. Ja, 17 zu 7 dann gleich, das ist ja, für meine Verhältnisse jetzt eigentlich in Ordnung, kann man sagen. Verstärkungsband, das ist, da kenne ich mich im meistens nie aus, wenn ich das. Wenn ich das spawn, weil da bin ich immer irgendwo und dann werde ich da so reingeworfen und das ist nichts, nein. Das ist überhaupt nicht meins. Okay, das war wieder diese Fanas, da das kann ich überhaupt nicht leiden. 19 zu 8, schauen wir, ob wir noch einen Kill zusammen. Oh, okay, diesmal verlieren wir das Match anscheinend. Wie es aussieht, so einmal geht's noch. 67, da ist noch was möglich. Wenn wir Glück haben, sterben möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt. Zumindest wäre es jetzt nicht unbedingt notwendig. Was so sagt. Okay, na gut, das war knapp, den hätte ich vielleicht noch erwischt. Ja, dieses Mal sind wir schon besser ausgestiegen. Wie siehst du, das erste Match, das ist natürlich immer so nach einer Spielpause, das ist ja. 19 zu 8, wunderbares Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dann und ciao.